Ich ahne, viele tun es heimlich. In der persönlichen Not, in der Beziehungskrise, wenn das Geld nicht reicht oder wenn eine schlimme Diagnose vom Arzt gestellt wird, dass Menschen beten. Auch die Sorge um den Ehepartner und die eigenen Kinder treibt Menschen um und ins Gebet. Selbst viele Menschen beten, die nicht religiös sind, sich als religiös unmusikalisch bezeichnen würden. Viele merken es auch gar nicht, dass sie beten. Wenn jemand sagt, Gott verdamme mich, dann ist das auch ein Gebet. Und ich kann nur diesen Menschen wünschen, dass Gott dieses Gebet nicht erhört. Es gibt auch Leute, die gehen lieber zur Konkurrenz, die beten zum Teufel. Die ahnen gar nicht, dass sie, wenn sie toi, toi, toi rufen, den Teufel anrufen. Ich treffe auch Menschen, die rufen Gott und wollen gar nichts von ihm. Oh Gott, sagen sie, sie spielen sozusagen sinnlos Telefon mit Gott und wollen ihm gar nichts sagen, obwohl sie angerufen haben. Nett finde ich diejenigen, die sich andauernd an höchster Stelle bedanken. Die sagen immer Gott sei Dank. Ich fände es klasse, wenn es auch immer ehrlich gemeint ist. In Judentum, Christentum und Islam gehört das Gebet zum Zentrum. Im Buddhismus gibt es Gebetsmühlen, die Bitten um Barmherzigkeit in die Luft werfen. Die natürliche und geistliche Welt soll miteinander verquickt werden. Im Hinduismus betet man zu allen möglichen Göttern um Hilfe im Leben, Frieden in der Welt. Ihr Ziel ist die Befreiung aus dem Kreislauf der Reinkarnation. Und manche Indianerstämme, die beten durch Gesänge. Das Gebet findet sich in allen Kulturen global, überall. Alle Versuche, irgendwo in der Welt eine Kultur ohne Religion, ohne Gebet zu finden, sind gescheitert. Und da kommt natürlich die Frage um die Ecke, warum ist das so? Die Antwort, die lesen wir auf den ersten Seiten der Bibel. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bild Gottes schuf er ihn und schuf ihn als Mann und Frau. Der Mensch ist für die Beziehung zum Schöpfer geschaffen, also als sein Gegenüber. Und jeder hat ein Gespür für Gott eingepflanzt, eingebaut bekommen. Und es ist das Ziel von Gott, dass aus diesem Gespür nicht nur ein Gespür bleibt, sondern dass es ein Gebet wird, dass ein Mensch sich an seinen Schöpfer im Gebet wendet. Ein Professor, der Christ geworden ist, betet zum ersten Mal in seinem Leben, sehr geehrter Herr Jesus Christus, ich danke Ihnen, dass Sie mich angenommen haben. Auch wenn das merkwürdig klingt, das erste Gebet dieses Professors, der Mann hat wenigstens Respekt. Manche tun ja so, als wäre Gott ihr bester Saufkumpan. Viele, die lehnen aber Gott ab, die beten nicht, sie wenden sich ihm nicht zu und manche reagieren aggressiv, wenn es ums Beten geht, so zum Beispiel der englische Physikprofessor Stephen Hawking. Der behauptet, die Religion ist ein Märchen für diejenigen, die sich vor der Dunkelheit fürchten. Wenn Kinder in den dunklen Keller gehen, fürchten sie sich. Damit die Angst weggeht, reden sie laut vor sich hin, manche singen auch, als wenn jemand an ihrer Seite wäre. Das heißt, wer zu Gott betet, meint Stephen Hawking, der betet gegen seine Angst an, gegen seine offenen Fragen im Leben. Er redet mit jemandem, den es gar nicht gibt, also ein Märchen für Kinder und für Erwachsene. Der englische Mathematikprofessor John Lennox aus Oxford hat diesem Satz entgegengestellt, der Atheismus ist ein Märchen für diejenigen, die sich vor dem Licht fürchten. John Lennox ist Christ und betet zu Jesus. Er meint damit, das Licht macht die Mängel und Fehler unseres Lebens sichtbar, erkennbar. Bei Lichte betrachtet darf es für den Atheisten keinen Gott geben. Denn wenn es Gott gibt, dann hat der Atheist ein Problem. Dann wäre sein Leben ein einziges Fragezeichen und am Ende müsste er vor Gott mit seinem Leben sich verantworten. Und deshalb muss man sich dann den Atheismus einreden. Ich habe jedoch den Verdacht, dass Atheisten auch beten. Es gibt natürlich die Behauptung, bei Turbulenzen im Flugzeug, da gibt's keine Atheisten. Und manche Atheisten finden diesen Satz auch als Beleidigung. Das wissen wir ja, es gibt Menschen, die auch im Angesicht großer Gefahr nicht beten. Es gibt auch alte Menschen, die im Angesicht des Todes nicht mit dem Beten beginnen. Sie sind inzwischen verhärtet.
Aber für viele Zeitgenossen müsste man dann das Vaterunser umschreiben, wie es Hemingway getan hat. Unser Nichts, der du bist im Nichts, nichts ist dein Name, dein Nichts komme, dein Nichts geschehe. Unser tägliches Nichts gib uns heute. Erlöse uns von dem Nichts, denn dein ist das Nichts. Viele Menschen beten ins Nichts, in die Leere. Jesus gibt uns aber, und da bin ich so dankbar, die richtige Adresse, die richtige Rufnummer für unser Gebet. Unser Vater im Himmel. Das ist die richtige Anschrift. Dietrich Bonhoeffer hat es einmal so gesagt, die Kraft des Menschen ist das Gebet, beten ist das Atemholen aus Gott, beten heißt sich Gott anvertrauen. Also es heißt, dass ich im Gebet Gott mein Leben anvertraue, meine Fragen, meine Sorgen, meine Nöte. Und Gott erhört ab und zu sogar Gebete von Ungläubigen. Er ist dazu nicht verpflichtet. Er tut's aus reinem Erbarmen, aus souveräner Gnade. Und eine Frau, die nicht zum Volk Gottes gehört, eine Frau, die nicht dazugehört, die kommt, wird uns in der Bibel berichtet, zu Jesus. Sie ist eine Heidin, sagt man. Und sie gehört nicht zum Volk Gottes und kommt dennoch zum Sohn Gottes, also zu Jesus. Die Frau weiß sogar über Jesus Bescheid. Sie spricht Jesus mit Herr und mit Sohn Davids an. Das heißt, du bist der Retter der Welt. Du bist der, der die große Welt in Ordnung bringt. Und du bist auch derjenige, der meine kleine Welt in Ordnung bringen kann. Vielleicht hat sie Verwandte in Galiläa, das wissen wir nicht, hat vielleicht auf Familienfeiern von Jesus gehört, vielleicht hat auch die kanaanäische Morgenpost eine Story über Jesus veröffentlicht oder war sie mal bei einem Frauenfrühstück eingeladen gewesen. Jedenfalls hat sie in der Fremde, in der Ferne genügend von Jesus mitbekommen und das reicht aus, um Jesus anzusprechen, um zu beten. Und dazu kommt, dass sie ein Problem hat. Sie hat eine Not, eine große Not. Und diese Not, die treibt sie jetzt ins Gebet, sie treibt sie zu Jesus. So ist das häufig, dass Probleme uns umtreiben, wenn wir überlastet sind, besonders wenn es um die Existenz geht, wenn es um unser Leben geht. Und das Problem, was diese Frau hat, das ist ihr Kind, ihre Tochter ist schwer krank. Am liebsten würden ja die meisten Eltern die Krankheit ihrer Kinder selber tragen. Das geht aber nicht. Eltern leiden an der Krankheit ihrer Kinder mehr, als wenn sie selber krank geworden wären. Niemand konnte der Tochter helfen, kein Arzt. Und das treibt sie um. Und das treibt sie zu Jesus. Und Jesus ist ihre Hoffnung. Manchmal müssen Menschen erst kapitulieren, damit sie ins Gebet getrieben werden. Die Frau wurde durch das Leid aus ihrer Behausung rausgetrieben, damit sie zu Jesus kommen kann. Und hier steht in der Bibel, eine kanaanäische Frau, die dort wohnte, kam zu ihm, also zu Jesus. Diese harmlose Bemerkung wird schnell überlesen. Wenn diese Frau zu Jesus kommt, muss sie nämlich Grenzen überwinden, Hindernisse. Sie muss ihre Vorurteile überwinden. Das Volk, aus dem sie kommt, hatte Vorurteile gegen den Mann aus Nazareth. Wenn die Frau auf Jesus zugeht, dann ist er ihr weltanschaulich völlig fremd. Die Frau lässt alles zurück, was bei ihr zu Hause bisher galt. Sie kennt Jesus nur vom Hörensagen, also von den Klatschgeschichten auf der Straße und von dem, was die Zeitung bringt. Aber das muss ja nicht alles die Wahrheit sein. Und ob das stimmt, kann ihr niemand garantieren. Sie nimmt in Kauf, dass sie sich hoffnungslos blamiert, wenn sie sich an Jesus wendet. Und so fängt manchmal der Glaube an. Es reicht meist nur ein kleiner Schritt, denn Jesus ist dir wie der Frau nur einen Schritt weit entfernt, weil er dir schon so weit entgegengekommen ist. Das größte Hindernis, um zu Jesus zu kommen, das ist die Trennung zwischen Mensch und Gott. Und dieses Hindernis, das hat eben Jesus überwunden. Und dafür steht das Kreuz. Und dafür steht die Auferstehung. Das Grab war leer. Und deshalb ist Jesus heute hier, an jedem Platz auf dieser Welt, weil er auferstanden ist, weil er lebt und weil er an jedem Platz dieser Welt sein kann. Sonst könnten wir aus unserem Lebenshaus, aus unseren Vorurteilen herauskommen und unsere Gebete zum Himmel schreien,
aber wir wären auf unseren Straßen nur unter uns. Wenn die Frau zu Hause geblieben wäre, dann hätte sie gesagt, es hat alles gar keinen Zweck, sie hätte resigniert, der Weg zu Jesus wäre aber dennoch möglich gewesen. Jesus wäre dennoch der Helfer in der Not, auch wenn sie zu Hause geblieben wäre. Jesus wäre immer noch der Retter der Welt, auch wenn sie nicht zu Jesus gekommen wäre. Wenn heute jemand ähnlich wie Jesus denkt, dann muss ich dir sagen, Jesus ist auch dann der Sohn Gottes, wenn du ihn weiterhin kritisch siehst. Jesus ist auch dann auferstanden und lebt, wenn du skeptisch bleibst. Und wenn du nicht rauskommst aus deiner Behausung, weiterhin in deinen Vorurteilen bleibst, dann bekommst du auch keine Hoffnung für dein Leben und über den Tod hinaus. Und gibt es auch heute viele Menschen, die viele Informationen über Jesus gesammelt haben. Die meisten wissen mehr über Jesus, als diese Frau damals wissen konnte. Aber wer will sich denn schon von Jesus helfen lassen? Wer will sich auf Jesus einlassen? Wer viel über Jesus weiß, der hat doch noch keine Beziehung, keine Lebensbeziehung zu ihm. Die Beziehung zu Jesus ist keine Klausur in Sachen Religion, sondern eine Herzensangelegenheit, eine Beziehung zu einer Person, nämlich zu Jesus, und er ist der Sohn Gottes. Nun muss ich mal lesen, wie es hier weitergeht. Die kanaanäische Frau, die dort wohnte, kam zu ihm und rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, meine Tochter wird von einem bösen Geist sehr geplagt. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Sie läuft hinter Jesus her, sie betet, aber Jesus beachtet sie nicht. Ja, Freunde, so ist das. Es gibt Zeiten, wo Jesus schweigt. Will Jesus vielleicht sagen, so seid ihr doch meistens. Wenn es euch gut geht, dann geht ihr am Sonntag nicht in den Gottesdienst, sondern zur Einweihung des neuen Kaufhauses. Geht's euch mal dreckig, dann kommt ihr angerannt. Erst wenn es euch mies geht, stellt ihr die eigentlichen Fragen. Erst wenn ihr nicht mehr weiter wisst, dann fangt ihr an zu beten. Dieses Spiel kenne ich und dieses Spiel, das spiele ich nicht mehr mit. Es wäre ja verständlich, wenn Jesus so denken würde. Die Frau will, dass Jesus ihrem Kind hilft und Jesus sagt kein Wort. Und wenn Jesus, der Sohn Gottes, schweigt, dann ist das die größte Belastung, die ein Mensch überhaupt erfahren kann. Du willst Hilfe von Jesus und Jesus schweigt. Wolfgang Borchert lässt in einem Stück, Theaterstück draußen vor der Tür einen Kriegsheimkehrer Folgendes sagen. Du bist so unmodern, du kommst mit unseren langen Listen von Toten und Ängsten nicht mehr mit. Wir kennen dich nicht mehr so recht, du bist ein Märchenbuch, lieber Gott. Heute brauchen wir einen neuen. Oh, wie haben wir dich gesucht, Gott, in jeder Ruine, in jedem Granattrichter, in jeder Nacht. Wo warst du, lieber Gott? Hast du dich von uns gewandt? Hast du dich ganz in deine schönen alten Kirchen eingemauert, Gott? Hörst du unser Geschrei nicht durch die zerklirrten Fenster, Gott, wo bist du? Man bekommt den Eindruck, Gott ist eingemauert, wenn er schweigt, wie es Borchert getextet hat. Oder du fragst, ist Gott mit dem Leid der Welt vielleicht überfordert? Wir Menschen können bei so viel Leid in dieser Welt nicht schweigen. Wir halten das Leid nicht aus, wir können Blut nicht sehen, das Geschrei nicht erhören und die Unglücklichen können wir nicht aushalten. Aber sind wir deshalb barmherziger als Jesus? Die Freunde von Jesus können auch nicht schweigen. Sie können das Gejammer der Frau nicht ertragen und dann drängen sie Jesus, hier steht, sieh zu, dass du sie los wirst, sie schreit ja hinter uns her. Wenn Menschen nachgeben, dann haben sie nur schwache Nerven. Ihr schwaches Nervenkostüm ist der Grund, warum sie auf Jesus so einreden. Wer nachgiebig ist, wer die weiche Tour fährt, der ist doch noch lange nicht barmherziger als Jesus. Es ist doch nur reine Nervensache. Die Bettler von damals und die Bettler von heute glauben auch nicht an die Barmherzigkeit der Menschen. Sonst würden sie ihr Leid ja nicht zur Schau stellen. Sie wollen wenigstens etwas bekommen. Sie setzen auf die schwachen Nerven der Passanten. Die Frau hält sich da lieber an Jesus, auch wenn Jesus schweigt. Der schweigende Jesus ist ihr tausendmal lieber als die nervenschwachen Menschen. Wenn der Sohn Gottes schweigt, ist das eben etwas anderes, als wenn Menschen schweigen. Warum?
Na, weil hinter dem Schweigen von Jesus höhere Gedanken gedacht werden. Ich möchte einen Auszug aus der Bibel bringen. Meine Gedanken sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. So weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Originalton Bibel. Also wenn Jesus schweigt, heißt das nicht, dass er nicht mehr Herr der Dinge ist. Auch wenn er zu deinen Gebeten schweigt, wird weiter Stein für Stein am Plan Gottes für dein Leben und für diese Welt gebaut. Wenn du nur einen Haufen von durcheinander geworfenen Steinen erkennst, Gott baut weiter. Wenn dir Schicksalsbrocken vor die Füße gekracht werden, Gott erschlägt dich damit nicht. Und wenn du denkst, dass nur bunte Steine zusammengewürfelt sind, Gott würfelt nicht. Natürlich wird in dieser Welt gelebt, in dieser Welt wird gelitten, es wird geschrien, es wird gefoltert und es wird gestorben. Und das alles unter einem schweigenden Himmel. Aber wisst ihr, das größte Schweigen in der Weltgeschichte ist das Schweigen Gottes, als Jesus am Kreuz hing, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Nämlich auf Jesus stürzt sich am Kreuz alles Teuflische und Gott hat nichts dazu gesagt. Er hat geschwiegen. Und Jesus hat geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber hier an diesem Punkt, wo Jesus schreit und am Kreuz, wo Jesus schweigt, genau an diesem Punkt hat die große Wende in der Weltgeschichte eingesetzt. Jetzt kommt aber nochmal zurück zu dieser Frau auf der Straße. Jetzt kommt nochmal die nächste Überraschung. Jesus wehrt ab. Jesus schweigt nicht mehr. Er begründet sein Schweigen. Er sagt, ich habe den Auftrag, nur denen zu helfen, die zum Volk Israel gehören. Er meint damit, Gott fädelt die Rettung der Welt beim Volk Israel ein. Und wenn das geschehen ist, gilt die Rettung dann für alle Menschen in allen Völkern. Und diese Aufgabe war noch nicht erledigt. Die war erst erledigt, als Jesus am Kreuz gestorben ist und als Jesus auferstanden ist. Die anderen Völker waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht dran. Und zu diesen anderen Völkern gehörte diese Frau. Für sie war Jesus zu diesem Zeitpunkt noch nicht zuständig. Die Frau lässt sich mit solchen Tönen nicht abwimmeln. Was Jesus gesagt hat, lässt die einfach nicht gelten. Ich lese mal weiter. Da warf die Frau sich vor Jesus nieder und sagte, hilf mir doch, Herr. Jesus erwidert, es ist nicht richtig, wenn man den Kindern das Brot wegnimmt und es den Hunden vorwirft. Na, jetzt wird's doch erstmal richtig spannend, oder? Wie wird die Frau jetzt reagieren, nachdem Jesus so etwas gesagt hat? Das heißt, Jesus sagt, zwischen uns steht eine Mauer. Was muss sie jetzt tun? Soll sie sagen, ich bin eine Mutter, die ihr Kind liebt, mir bricht's das Herz? Soll sie die Mitleidsschiene fahren? Soll sie weinen und auf die Tränendrüsen drücken? Das wäre doch alles nur eine Art Gebetspanik für Schwächlinge. Das tut sie alles nicht. Wisst ihr, was sie sagt? Sie sagt, das stimmt. Das heißt, ich muss dir recht geben, ich gehöre nicht zu Gott. Wenn du schweigst, Jesus, dann ist das vollkommen in Ordnung. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, wenn du mir hilfst. Ich habe keinen Anspruch. Du hast das Recht, an mir vorüberzugehen, so wie du das Recht hast, an jedem Menschen vorüberzugehen, weil von Anfang an jeder Mensch nicht zu dir gehört. Weit vorher, bevor Jesus in unsere Welt kam, steht in der Bibel genau die Erklärung dafür. Ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen, und dazu noch taub, so dass er eure Hilferufe gar nicht hört? Oh nein! Eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er nicht. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass Gott auf unser Gebet antwortet. Und damit das möglich wird, hat Jesus das Hindernis, die Sünde, entsorgt. Und genau dazu ist er am Kreuz gestorben. Dabei dürfen wir nicht vergessen, der gnädige Jesus kann eben auch schweigen. Jesus ist nicht verpflichtet, deine Gebete zu erhören, darauf zu reagieren. Jesus ist nicht verpflichtet, deine Sünde zu tragen. Jesus ist auch nicht verpflichtet, die Tür zum Himmel dir aufzumachen. Manche, die sich Christen nennen, haben sich ganz gefährlich daran gewöhnt,
Christen, die früher ganz weit weg von Gott gelebt haben, die können noch richtig darüber staunen, was Christus ihnen alles zu bieten hat. Im Knast sagte mir ein Mann: Ich habe jetzt kapiert, dass Gott mich nicht wegschließt, wenn ich Scheiße gebaut habe. Und er freute sich darüber, dass sein Gebet von Jesus erhört wurde, dass seine Sünde vergeben wurde. Oder ein ehemaliger Moslem erzählte: Als ich zum ersten Mal zu Gott beten durfte, lieber Vater, da habe ich vor Glück geweint. Diese Frau kommt auch von ganz weit draußen und sagt: Ja, Herr, du hast recht. Und nun redet sie aber weiter: Aber die Hunde bekommen doch wenigstens die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren runterfallen. Sie gibt nicht auf. Sie hat auf alle Trümpfe verzichtet. Sie hat ihre Leistung nicht angebracht, nicht die Moral, nicht ihren großen Glauben, den sie vielleicht hat, nicht auf die Tränendrüse gedrückt. Die Frau hat Jesus in seinen eigenen Worten gefangen. Er kann eben an Menschen, die Hunger und Durst nach Leben haben, nicht einfach so vorübergehen. Sie vertraut, das Herz Gottes wird gegen das Schweigen Gottes siegen. Und darauf setzt sie ihr ganzes Leben und sie setzt das Leben ihrer Tochter darauf. Und Jesus sagt: Dein Glaube ist groß, was du erwartest, soll geschehen. Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Und ich möchte heute dir sagen, mach's bitte wie diese Frau. Geh aufs Ganze, geh zu Jesus, so wie es diese Frau gemacht hat. Und du hast es ja heute besser als diese Frau. Jesus ist heute ja für alle Menschen da. Seit Tod und Auferstehung vor 2000 Jahren ist er für alle da, auch für dich. Du machst dich auf die Socken, du bleibst dran, auch wenn Jesus schweigt. Du vertraust weiter, dass Jesus an dieser Welt und in deinem Leben baut. Lies die Bibel und wirf Jesus seine eigenen Worte vor die Füße. Zum Beispiel das Wort, was er gesagt hat: Kommt her zu mir alle, die ihr Sorgen beladen seid, ich will euch erfrischen. Irgendwann musst du den Weg zu Jesus wagen. Wer nicht losgeht, der kommt nicht an. Wer nicht losgeht, lernt Jesus nicht kennen und wer nicht losgeht, lernt nicht beten. Gott hat doch schon so oft gesprochen. Er hat so oft gerufen. Millionen Menschen haben das Reden Gottes in der Vergangenheit, in den Jahrhunderten gehört und befolgt, indem sie die Bibel gelesen haben und das, was sie verstanden haben, im Leben angewendet. Mach es doch so, fang an, die Bibel zu lesen, vielleicht die Berichte erstmal über Jesus. Und dann such dir Christen, mit denen du darüber sprechen kannst, wenn du Fragen hast. Oder Gott hat gesprochen, wenn man sich nur mal in der Geschichte das Volk Israel anschaut, dieses kleine Wüstenvolklein, was trotz Vertreibung, Verfolgung, Holocaust und Terror aus dem Volk Israel geworden ist. Dass es die Juden heute überhaupt noch gibt, ist ein großes Sprechen Gottes in unsere Welt hinein. Der Gipfel seines Redens ist Jesus, der Mann aus Nazareth. Mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus hat Gott unüberhörbar gesprochen. Und weltweit gibt es Millionen Menschen, die Jesus Christus ihr Leben anvertraut haben und mit ihm leben und an ihm festhalten, in den Höhen und in den Tiefen des Lebens. Eins interessiert mich aber noch: Was hat die Frau gedacht, als sie nach Hause gegangen ist? Hat sie vielleicht gezweifelt? Stimmt das, was Jesus mir zugesagt hat, dass meine Tochter gesund ist? Hat sie vertraut? Jawohl, Jesus ist der von Gott Gesandte. Er hat die große Welt und die kleine Welt in der Hand, auch meine Welt und meine Tochter werde ich gesund vorfinden. Oder hat sie vielleicht auch gedacht: Mein ganzes Leben ist ein einziger Heimweg. Früher oder später bringt mich dieser Jesus dann nach Hause in das Reich Gottes. Von diesem Heimweg, den Jesus anbietet, wollen leider viele, viel zu viele Menschen nichts hören. Sie wollen das überhören. Wenn ein Millionär zum Beispiel freudig berichtet, dass er Christ geworden ist, weil er darüber nachgedacht hat und sich gefragt hat, ob es außer seinem Besitz noch mehr, etwas Tieferes im Leben gibt, da sagen die Leute: Na, der hat gut reden. Wenn ich so viel Geld hätte wie der, dann müsste ich mir auch keine Gedanken machen und könnte mir Gedanken über die Religion machen und solche großen Töne spucken. Wenn ein unheilbar Kranker davon spricht, was ihm Jesus in seiner Situation bedeutet, in seiner Not, in seinem Leid,
und wie er bei Jesus Halt findet. Das ist typisch, wenn der Mensch nicht weiter weiß, dann braucht er einen Gott, an dem er sich festhalten kann. Der Glaube an Gott ist etwas für Schwache, für Dumme und für Hilflose. Eins ist übrigens klar. Die Ausreden werden den Menschen nicht ausgehen. Sie finden immer einen Grund, das Reden Gottes zu überhören. Wenn es um Gott geht, da ist die Palette der billigen Entschuldigungen, der cleveren Ablenkungen und der geistigen Verrenkungen unerschöpflich. Sicher ist aber auch eins, nämlich das, was uns ausgeht, und das ist die Zeit. Irgendwann steht jeder von uns vor dem Friedhofstor und die Stimme aus dem Navigationssystem sagt, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Und dann ist die Zeit abgelaufen. Aber bis dahin haben wir die großartige Möglichkeit, jeder von uns, sich bei Jesus festzumachen mit seinem Leben. Und wie das geht, das möchte ich heute gerne erklären, indem ich mit Jesus rede. Und ich werde jetzt gleich dir ein Gebet anbieten, das du zu deinem eigenen Gebet machen kannst. An dem Platz, wo du jetzt bist, kannst du es in deinen Gedanken beten und zu deinem eigenen Gebet machen. Und damit Jesus sagen, ich nehme das an, dass ich zu dir gehören darf, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du für mich auferstanden bist, den Weg zum Himmel freigemacht hast, dass du die am weitest ausgestreckte Hand Gottes in mein Leben hinein, ins tiefste Leid hinein bist und dass ich diese Hand ergreifen darf. Ich bitte dich, dass du dieses Gebet zu deinem eigenen machst und dir dann Christen suchst, zu denen du Vertrauen hast und mit denen besprichst, wie geht es jetzt weiter, wie sehen die nächsten Schritte aus. Aber wichtig ist, dass dieser erste Schritt gegangen ist. Die Bibel hat recht, wenn da steht, werft euer Vertrauen zu Gott nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und genau das wünsche ich dir, dass du diese Erfahrung machst, dass du diese Belohnung kennenlernst und ein Leben mit Jesus kennenlernst. Das ist spannend, das ist auch schwer, aber es ist vor allem schön. Und genau zu diesem Jesus, zu diesem Leben mit Jesus, lade ich dich in seinem Namen ein. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen.